Damit ein herzliches Willkommen hier zurück bei Let's Play Resident Evil Revelation 2 mit dem Doomsday. Manchmal vergesse ich einfach die Aufnahme, wo ich stehen geblieben bin. So, wir haben hier einen Ziegelstein und... Ach du Scheiße. Okay, wir müssen hier entlang. Hier ist alles kaputt. Sie kommt auch mit Natalia, okay gut. Weiter geht's. So, wir müssen glaube ich hier rüber springen. Da unten ist eine Kiste. Zack. 1 auf 4. 500 Punkte. Wow. Also für 500 Punkte ist es recht ordentlich. Es kommt mehr! Okay, wo ist es? Ist irgendwo hier oben. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier durch. Und weiter geht's. Wir sind wieder draußen. Und... Okay, wir sind draußen. Jetzt müssen wir Wesker aufspüren. Genau. Okay, jetzt müssen wir erstmal den Wesker aufspüren. Finden Sie Alex. Weißt Alex du, Wesker. Du musst mich dabei nicht begleiten. Ich bleib bei dir. Ich will die Wahrheit genauso rausfinden wie du. So, das müssen wir erstmal aufmachen. Das ist ja Logo, denn nur er kann aufmachen. Ja. Oh shit. Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Was machen wir jetzt? Wir gehen erstmal da entlang. Früher muss das mal eine Art Mine gewesen sein. So, wir gehen hier durch. Gottes Willen ist es hier. Barry, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Ich glaube, die Frau war irgendwo da unten. Okay. Gehen wir runter und schauen, wie wir rüberkommen. Okay, wie kommen wir jetzt hier runter? Die alte Hexe wird dafür bezahlen, was sie Moira angetan hat. Ehe sie das nicht tut, werde ich die Insel nicht verlassen. Gibt es hier eine Möglichkeit runterzugehen? Ich glaube irgendwo am Steg hier können wir hoch. Aber hier ist auch nichts. Hier in der Kanalisation können wir auch nicht hin. Also wir müssen hier irgendwas machen. Aber wo können wir hier runterkommen? Ah hier, da ist eine Leiter. Okay, die habe ich jetzt nicht gesehen. Da können wir jetzt einfach mal runterklettern. Und hier ist auch schon mal eine blaue Medaille. Die haben wir halt leicht entdeckt. Das ist halt ziemlich gut, ne? Ach, ich muss auch erstmal nachladen. Turmemblem 4 von 11. Sehr gut. Die sind halt immer ein bisschen versteckelt. Und immer weiter runter. Ich denke, dass jetzt auch gleich Zombies kommen werden. Weil es wieder so ein neues Gebiet ist und wir natürlich jetzt klettert doch runter oder springen runter. So geht's auch. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier irgendwas. Oh shit, hier sind viele Leichen. Aber was zeigt das? Okay. Wo zum Teufel sind wir jetzt? Oh shit, okay. Ist der tot? Ja. Die Viecher hasse ich am meisten eigentlich, weil die, ja.
die sind da ein bisschen doof. Können wir da mit Natalia hoch? Können wir das zumindest mal, zack. Oh shit. Okay, nein. Wir müssen doch mal irgendwie hoch können. Ne, wir können allerhöchstens das da von da oben abwerfen. Naja, auch nicht. Okay, dann lassen wir's. Steine schmeißen, das ist auch nicht gut. Das hier ist eine Sicherheitstür anscheinend. Die Sicherheitstür können wir aber nicht öffnen, denn wir brauchen irgendwas Bestimmtes. So, können wir hier rein? Ja, Seite verschlossen. Okay. Dann gehen wir erstmal da hoch. Und da hinten liegt eigentlich auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. So, Barry, geh nochmal kurz runter. Hol mal kurz die Kiste. 250 Punkte, sehr gut. Die nehmen wir überall mit. So, dann gehen wir nochmal hoch. Und schauen uns alles hier genauer an. Es ist ein ziemlich großes Gebiet hier. Und hier ist irgendwie eine Laufbahn oder irgendwas. Aber wir können auch nicht hier durch. Okay. Gut zu wissen. Das ist Alkohol wieder. Sehr gut für die ganzen explosiven Flaschen und alles. Der einzige Weg rauf ist der Fahrstuhl. Ja, aber der Fahrstuhl funktioniert wahrscheinlich nicht. Kein Strom. Das ist ein Problem. Anscheinend wurde die komplette Stromquelle entfernt. Wir brauchen Ersatz, um das Teil in Gang zu bekommen. Komm, oben. Was zum Teufel? Ich habe auf jeden Fall irgendeinen Typen runtergeschossen, aber wie komme ich denn? Achso, ja. Okay. Ich komme hier auf jeden Fall hoch. Nein, komme ich auch nicht hoch. Wie komme ich hier hoch? Natalia, kannst du nicht so hochgehen? Okay, nein. Keine Ahnung, wie man das hier macht, dass man hier hochkommt. Normalerweise liegt da irgendwas da oben, wahrscheinlich eine Waffe oder irgendwas. Keine Ahnung. Und wir sind... Ah, Natalia, warte mal, du kannst hier durch. So, und wir sind wahrscheinlich keine Gegner. Rauchflasche, okay. Ne, Rauchflasche will ich jetzt eigentlich nicht benutzen. So, wir haben hier irgendwas zum Betätigen, das nicht funktioniert. Weil Natalia kann ja nichts betätigen. Was soll ich hier suchen? Ist es nur für die Kiste? Sturmgewehrmunition, okay. Und den Schalter hier kann ich nicht betätigen. Wobei, hier ist auf der Seite einer. Und auf der anderen Seite ist genauso einer. Natalia, nein. Och nee. Okay, es funktioniert anscheinend nicht. Und hier liegt noch was. Ich muss mal kurz weiter gucken, vielleicht finden wir irgendwo was anderes noch. Hier geht's runter. Was zum Teufel? Ach, das ist die... diese komische Werkstatt, wo alles... Hier ist auch noch was. Topaz, sehr gut. Wie kommt denn der Barry hoch? Ach, du was war das? Scheiße. Okay, das wird wahrscheinlich ein großer Gegner. Ich habe irgendwas gehört.
Ich habe hier irgendwas gehört. Das ist nicht gut. Ich denke, dass das Vieh wahrscheinlich die Stromzufuhr hat. Und den Kampf will ich mir eigentlich im nächsten Part dann geben. Weil wenn der Kampf jetzt länger dauert, dann jo, haben wir ein Problem. Weil ich die Aufnahme nicht so lange tragen kann. Irinas letzte Worte. Vorsicht, die Leichen türmen sich langsam. Es sind so viele. Mein Gott, was haben wir getan? Diese Frau, diese Alex, sie ist nicht hergekommen, um uns zu retten. Sie kam, um uns zu zerstören. Mein Vater lag die ganze Zeit richtig. Alles, was sie will, ist Ungeheuer zu erschaffen und Menschen sterben. Wir haben die ganze Zeit dabei geholfen. Wie konnten wir nur so dumm sein? Sie hat uns alle mit etwas infiziert. Ich weiß nicht, was es ist. Erst fängt es an zu jucken, dann der Körper fängt an auseinanderzufallen. Wenn die Blindheit einsetzt, ist das letzte Stadium erreicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, auch für mich. Oh Papa, ich wünsche, du wärst hier. Ich wünsche, ich könnte dich noch einmal sehen. Die Insel ist erledigt, nichts mehr übrig, außer Tod. Weiß nicht, wie viel Zeit noch wohl, nicht mehr lang. Bei Fühlen schon komisch. Okay, juckt jetzt augenschwach, Schmerzen, Schmerzen in Gliedern, Gott, Ralf, oh ja, okay, irgendwie, komplett am Arsch. Oh shit. Was ist denn hier passiert? So, jetzt gucken wir erstmal, ob wir nee, so war das, glaube ich. Genau. Dass wir die ganze Munition Barry geben. Und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Gut, wir haben hier Schuss. Oh, hier haben wir sogar eine Sniper. Sehr gut. Hier tun wir nochmal nachladen. So, Schadenstufe 4. Wow. Das tun wir da ändern. Schadenstufe 3. Machen wir Schadenstufe 4. Und dann können wir hier nochmal Schadenstufe. Ah ne, da können wir ja nur Schadenstufe 3 ersetzen und hier Stufe 1. Dann machen wir hier noch bei der Flinte die Schadenstufe 1 Schaden rein und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Aber Stufe 4. Nice. Sehr gut. So, das heißt, wir müssen jetzt da rein. Wir müssen das Vieh erledigen. Was auch immer es ist. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was zum Teufel? Ich denke mal, dass das Vieh hier unten kommen wird. Ist eklig. Ne, wir warten hier lieber. Oder wir machen jetzt hier einfach mal so einen kleinen Cut. Oder. Nee. Kein Cut. Wir beenden die Folge hier. Weil der Bosskampf hier, der wird ein bisschen schlimmer werden. Und ich habe jetzt auch nicht die Zeit dazu, um den Bosskampf wahrscheinlich irgendwie in die Szene zu setzen. Ich weiß nicht, ob ein Bosskampf kommt oder irgendwie auch ein Bosskampf kommen wird. Ich habe keine Ahnung, die Zeit ist ein bisschen kürzer bei Resident Evil Revelation 2, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich habe auch ein bisschen Angst, jetzt da vorzugehen und dann kommt bestimmt so ein Mutantenvieh raus und wir spielen hier nachts schon und dann kommen hier ein paar, ja, Scrums rein, wo mich dann einfach komplett am Arsch machen. Nee, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Dungsi, ciao.